Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag und ich habe gerade Lust auf was Herzhaftes mit Ei. Ich weiß noch nicht genau, was dabei rauskommt, aber keine Ahnung. Ich habe Lust, so Sandwich-Toaster zu machen, dazwischen Ei und irgendwie am besten oben und dazwischen und überall Käse geschmolzen und keine Ahnung. Ich probiere mich mal gerade ein bisschen aus. Ich habe hier zwei Eier reingeschlagen, ein bisschen verrührt, Paprikapulver und Salz drauf gemacht und das werde ich einfach von beiden Seiten jetzt anbraten. So, ich habe die Eier jetzt von beiden Seiten angebraten, Käse gerade draufgelegt, damit es schmilzt und Toastbrot ist auch schon im Toaster. Jetzt werde ich mir noch ein paar Tomaten klein schneiden, das dann gleich zwischen die Toastscheiben, also eigentlich relativ tief easy, doch nicht irgendwie was total Special-mäßiges, aber habe ich irgendwie gerade Lust drauf. So, hier ist schon mein Endergebnis. Das, was ihr gerade in der Pfanne gesehen habt, ist jetzt einfach zwischen den Toastbroten. Da habe ich nichts dazwischen gemacht. Ich habe noch ein paar Tomaten aufgeschnitten, Salz drauf gemacht und dann diese Creme. Moment, ich zeige sie euch nochmal. Das ist ja die, die ich am liebsten benutze für alles Mögliche. Diese Creme. Genau. Und ein Ursaft. Und das lassen wir jetzt mal schmecken. So, meine kleine Süße wird jetzt gebadet. Sonntag haben wir immer Badetag. Danach sind die Jungs dran. Ja, ich wollte euch nur dieses süße Bambi-Outfit zeigen. Diesen Strampler, der war mal von Primark gewesen. Genau, und diese Lätzchen, ich liebe die. Die sind richtig schön groß und die saugen sehr viel auf. Die sind von Shein. Ja, so, ziehen wir dich mal aus und dann gehen wir mal eine Runde baden. Und dann ziehe ich sie hübsch an und mache ein Foto, weil heute ist meine kleine Süße nämlich 4 Monate alt. Unglaublich, wirklich unglaublich. Die Zeit geht so schnell rum, meine Süße. Wow. Ja, du bist süß, gell? Und dann zieht das Outfit an. So schön. Hose und Socken sind von C&A. Pulli ist von Tommy Hilfiger, die Kette von Mein Punkt. Und hier ist die 4 erreicht. 4 Monate, Baby. Wow. Hallo, ihr Lieben. Eine schöne guten Morgen. Montag früh. Kids sind im Kindergarten. Gott sei Dank, aktuell sind alle gesund. Lara hat noch so ein bisschen mit der Nase zu kämpfen, aber es ist wirklich noch ganz wenig. Also wenn man sie mal absaugt, kommt da wirklich wenig raus und ja, es zieht sich echt krass lang. Also es geht ja bei ihr mittlerweile, ich weiß es gar nicht genau, aber eine Woche bestimmt. Ja, aber toi toi toi, die Jungs sind fit. Ja, ich habe übrigens, man kann es vielleicht ein bisschen sehen, dieses schwarze Teil hier. Ich muss eigentlich mal kurz in den DM. Ihr seht es ja da hinten, das ist dieser Sonnenschutz, wovon ich euch gesagt habe, damit man halt eben nicht so viel sieht. Oder auch so für die Sonne ist es auch ganz gut, nicht verkehrt, gell? Stehe ich jetzt hier richtig drin? Ja, passt. Das Ding an sich, von der Größe her ist es super und auch von der Dicke her. Aber, also erstens, wie man sieht, es klebt nicht. Es ist jetzt schon zweimal runtergefallen. Das könnte man ja irgendwie noch versuchen, mit anderen Dingern festzukleben. Da sind so Saugnäpfe einfach links und rechts. Aber das Ding ist so krass dicht, dass ich kaum etwas sehe. Also ich sehe schon noch was, aber ich sehe wirklich ganz wenig. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz schlechte Sicht dadurch. Deswegen kann ich das nicht benutzen. Also das ist wie, seid ihr schon mal mit einem Auto gefahren, was komplett voll war und ihr seid nur mit den Seitenspiegel gefahren? Genau so ist es und da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Deswegen, flop, kommt es zurück. Ja. So, dolle. Wir haben jetzt übrigens 8.13 Uhr. Ich gehe jetzt ganz kurz bei DM zwei Sachen holen. Einmal für Malia einen Nasensauger. Ich habe meiner Schwester gestern unseren gegeben. Wir haben ja 3 Stück. Ich habe extra damals nochmal einen neuen gekauft für Lara, dass die so ihren eigenen hat. Letzten Endes ist es Hartplastik, was man auskochen kann und auswaschen kann immer. Ist ja kein Thema, aber ja, es ist angenehmer. Gerade wenn mehrere Kinder gleichzeitig krank sind, dass jeder seinen Sauger hat, dass man da nicht irgendwie die Bakterien durch die Gegend verteilt, wenn man es nicht perfekt sauber gemacht und gekocht hat oder sowas, weil man es ja schon mehrmals, also oft am Tag benutzt, wenn eine richtige Erkältung am Start ist. Auf jeden Fall hat Malia gestern auch so eine kleine Rotznase bekommen, aber noch ganz am Anfang, also wirklich so dieses Laufende. Sie zahnt aber auch gerade, deswegen entweder hat es mit den Zähnen so ein bisschen zu tun oder sie hat sich tatsächlich irgendwie angesteckt bei uns. Das kann ich, wissen wir jetzt noch nicht mal sehen. Aber ja, meine Schwester hat so einen elektrischen Nasensauger, der ist Mist. Also das ist wirklich, das macht gar keinen Sinn.
Deswegen, ich hole jetzt schnell auch mal so ein Ding, dann muss ich später nicht hierher kommen. Und dann geht es aber auch wieder ab nach Hause. Und ich muss direkt mit der Arbeit loslegen. Ich hatte gestern einen ganz komischen Tag. Ich würde jetzt nicht sagen, übelst schlechte Laune oder sowas. Ich habe das auch niemandem irgendwie gezeigt. Aber mir ging es irgendwie körperlich und mental schlecht. Ganz komisch, wie wenn ich frisch mit der Pille begonnen hätte. So, keine Ahnung. Also die Pille macht ja schon einiges. Und körperlich, ich weiß nicht, ob das jetzt an den cholesterinsenkenden Tabletten liegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich seit ein paar Tagen Schmerzen in der linken Hand. Und es war so, ein, zwei Tage hatte ich das so bis hier ungefähr, dass mir das wehgetan hat. Am Wochenende zum Beispiel, am Samstag, als wir Pfannkuchen gemacht haben, da halte ich ja immer dieses, diese Schüssel über die, okay, aber da reiße ich zusammen. Ich halte immer die Schüssel über die Pfannen und das ist ja wirklich eine Sache von, weil er sich 20 Sekunden und es hat gezogen und wehgetan im Arm und jetzt die letzten Tage hat sich so ausgebreitet auf den ganzen Arm und auch so ein bisschen Ellenbogen. Heute, jetzt gerade geht's, es ist ganz, 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 ganz leicht, aber am Samstag zum Beispiel hatte ich wirklich den ganzen Tag eigentlich so diese Hand und so bis hier ungefähr, bis zur Hälfte vom Unterarm, echt Schmerzen, so dass wenn ich wirklich diese kleine Schüssel gehalten habe, hatte ich richtig Schmerzen gehabt, also keine Ahnung, ob ich vielleicht blöd gelegen habe oder ob es wirklich an den Tabletten liegt. Ich weiß es nicht, aber das habe ich jetzt wirklich schon so ein paar Tage. Und generell habe ich mich gestern komisch gefühlt. Also ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich habe abends auch eine Tablette genommen, dass ich in Ruhe einschlafen kann. Und irgendwie hatte ich auch so ein bisschen Bauch- und Unterleibsschmerzen. Irgendwie war mir ein bisschen übel. Keine Ahnung, so ganz, ganz, ganz komisch. Irgendwie, so der ganze Körper hat sich so ein bisschen angefahren gefühlt, so irgendwie so halt nicht so fit und stark, sondern so ein bisschen, hab schon gesagt, nett, dass ich schon wieder krank werde, so, ja, dass alles irgendwie so ein bisschen weh tut und ich irgendwie krank werde, keine Ahnung, also, I don't know, we will see, was dabei rauskommt. Ja, weil ich hatte nämlich gestern auch immer wieder Nase geputzt und hatte so ein bisschen Halsschmerzen die letzten zwei, drei Tage, jetzt gerade zum Beispiel gar nicht, Nase ja, aber Hals habe ich gar nicht. Ich muss aber sagen, ich bin auch wirklich jetzt ein paar Tage tatsächlich mit Schal zu Hause rumgelaufen und bei mir bewirkt es ganz, ganz viel. Das ist wie, wenn ich so einer Erkältung entgegenwirken kann dadurch, das ist ganz komisch. Naja, so, ich habe mal auf zu quatschen. Ich habe gestern, dadurch, dass es mir so ging, wie es mir ging, hatte ich auch kein Interesse, irgendwas zu machen. Ich habe wirklich sehr viel gegammelt, nichts getan. Also, ich habe Lara gebadet, umgezogen, habe die Fotos gemacht, weil sie ja gestern 4 Monate alt wurde. Die Jungs haben wir abends gebadet, das hat aber mein Mann gemacht. Und Essen habe ich auch nicht gekocht, es war ja Lasagne noch da gewesen, haben wir ja gegessen am Mittag. Ich habe wirklich gestern gar nichts gemacht. Ich habe einmal das komplette Haus durchgestaubsaugt und das war's. Mehr habe ich wirklich gestern nicht gemacht. Die Fotos, die ich da gemacht habe von Lara, da habe ich 2 Stück auf Instagram online gestellt. Ich habe gestern meinen PC nicht in die Hand genommen. Ich habe weder ein Video geschnitten noch eins online gestellt. Also ich war gestern wirklich so, mir war alles egal. Das ist doch vollkommen in Ordnung, gell? Manchmal gibt es solche Tage und da versuche ich mich auch nicht mehr irgendwie zu stressen. Jetzt habe ich aber heute natürlich wieder dieses Ding durch, sage, ah, vielleicht schaffe ich ja 2 Videos und dann mache ich mir heute wieder den Druck, gell? Naja. Egal. So, ich gehe mal rein und dann melde ich mich später im Laufe des Tages wieder. Ist das? Bist das du? Ist das die Lala? Und die Mama? Ja, das bist du, Lala und Mama. Ja? Bist du meine kleine Süße? Guck mal, so machen wir Backe an Backe, so. Hallo? Hallo? Andere Seite. Hallo? Hallo? Sonnenschein. Leute, ich habe mich den ganzen Tag gar nicht mehr bei euch gemeldet. Wir haben 3:40 Uhr, ich gehe die Jungs abholen und dann springe ich noch kurz bei der Post rein. Ich sag's euch, heute ist Lara
Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie nicht gut drauf ist, weil sie schon viel lacht. Aber das Ding ist, also ich bin ja, als ich nach Hause gekommen bin, kam mein Mann runter mit ihr, da war sie wach. Genau. Und dann hat so eine Stunde ungefähr gedacht, also da war sie ja dann wach. Und so eine Stunde später ungefähr hat sie dann die nächste Flasche bekommen und dann ist sie eigentlich auch relativ schnell eingeschlafen. Und dann hat sie erstmal richtig gut 3 Stunden geschlafen. Also die war wirklich im Tiefschlaf und war alles super gewesen. Und in dieser Zeit habe ich auch richtig gut arbeiten können. Ich habe meine E-Mails abgearbeitet. Ich habe 2 Vlogs geschnitten. Den einen hatte ich aber vorgestern angefangen. Deswegen habe ich 2 geschafft. Und weil es relativ gute Vlogs zum Schneiden sind, waren. Das hört sich so doof an, aber es gibt manchmal Vlogs, die sind blöder zu schneiden und manche sind gut zu schneiden. Ach, das ist jetzt zu viel zu erklären. Egal, es gibt einfach, das ist wie in jeder Arbeit. Manche Aufgaben gehen einfach ein bisschen schneller und manche ein bisschen langsamer. Und dann gibt es manchmal bei mir so Videoszenen, die sind besser und schneller zu schneiden als andere, wo ich weniger schneiden muss, cutten muss, beschleunigen muss oder weiß der Geier was machen muss. Auf jeden Fall waren das 2 Videos, die sozusagen schnell zu schneiden gingen. Und als sie dann wieder wach wurde, hat das Drama angefangen. Sie ist wach geworden und dann war sie so eine Stunde, nee, da hat das Drama noch nicht angefangen. Sie war dann so eine Dreiviertelstunde ungefähr wach und dann habe ich sie neben mir zum Spielebogen, habe sie auf die Couch auf den Spielebogen gelegt, habe mich neben sie gesetzt, immer wieder zwischendurch entertained, nebenbei ein bisschen gearbeitet, aber hauptsächlich mit ihr so gespielt, war alles in Ordnung. Dann war ihre Essenszeit, genau, da habe ich sie dann gefüttert, gewickelt, dann haben wir nochmal ein bisschen entertained und bei ihr ist es so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden nach einer Flasche, dann wird sie wieder müde und dann schläft sie so 2 Stunden und danach ist sie wieder wach und am Nachmittag ist sie dann auch mal 3 Stunden wach oder von Flasche bis zu Flasche wach. Aber morgens oder am Vormittag schläft sie eigentlich zwischen den Flaschen komplett durch. Ja, auf jeden Fall hat sie dann, war sie aber total müde. Man hat es ihr richtig angemerkt. Die war so richtig so, und dann wurde sie knatschig und alles war so blöd. Und dann habe ich sie versucht hinzulegen und es ging gar nichts mit ihrer Nase. Dann habe ich sie immer wieder zu mir genommen und die Nase abgesaugt. Dann versucht, dass sie auf mir schläft, seitlich schläft, auf dem Bauch schläft, auf dem Rücken schläft. Dann seitlich bei mir, seitlich auf ihrer, auf ihrer Liege da. Also ich habe alle möglichen Positionen versucht. Im Kinderwagen, im stehenden Zustand, im sitzenden Zustand. Ich weiß auch nicht. Ich habe alles ausprobiert. Es ging gar nichts. Also war wirklich einfach knatschig. Sie war müde, weil sie müde war. Sie war knatschig, weil sie einschlafen wollte oder auch könnte, aber nicht kann wegen ihrer Nase. Und egal, was ich gemacht habe, auch mit Nasentropfen und sowas, es hat nichts geholfen. Das war so krass gewesen. Und durch ihr Weinen ist die Nase natürlich die ganze Zeit gelaufen und ich musste ihr die ganze Zeit die Nase sauber machen. Also nicht die ganze Zeit absaugen, aber immer mal wieder wegwischen. Und das hat sie mega strapaziert. Also das war so richtig da, das fand sie gar nicht cool. Auf jeden Fall, ging das eigentlich seit um 1 Uhr hat sie getrunken, wir haben jetzt kurz vor 4. Das ging die ganze Zeit, sie ist auch immer noch wach. Mein Mann hat sie jetzt gerade geholt und ja. Die Position, die sie am liebsten hat, ist, dass wenn man steht und läuft und sie so bei einem ist, also sie sich hier so einkuscheln kann. Ja, weil dann hat sie am besten die Atmung und so weiter, aber da schläft sie nicht. Dann macht sie immer mal die Augen zu und macht so Powernaps, aber sie kommt nicht in ihren richtigen Schlaf rein. Das kriegt sie nur, wenn sie richtig liegt. Und deswegen habe ich es immer wieder versucht, aber keine Chance. Also mal gucken, wie der Nachmittag weitergeht. Ich hole jetzt erstmal die Jungs ab.
Ich habe es gerade erstmal richtig geschafft, meine Haare mal durchzukämmen und mich umzuziehen und habe mir mal gerade Wasser ins Gesicht geklatscht und ein bisschen Rosenwasser kurz mein Mist have und bin raus. Und ich habe mir gerade mal diese Haarwuchs blablabla Essenz auf die Kopfhaut gemacht. Das habe ich nämlich tatsächlich, Schande über mein Haupt, gestern vergessen abends. Also ich muss echt versuchen, das auch regelmäßig zu machen, damit man auch eine Wirkung sieht, weil günstig war das Zeug nicht. Und um es richtig beurteilen zu können, muss ich das schon regelmäßig anwenden. Bis jetzt habe ich es immer geschafft, so einmal am Tag. Aber ich muss es versuchen, morgens und abends hinzubekommen. Ja, und ich habe natürlich gerade hier angefangen, irgendwie rumzukratzen, rumzudrücken. Vor lauter Nervosität. Das hört sich so bescheuert an. Aber wenn so ein Kind mal 3 Stunden durchweint und man probiert alles und sie tut mir so leid, weil sie nicht richtig atmen kann und nicht richtig schlafen kann, obwohl sie so müde ist, und dann ist man halt eben auch irgendwann so verzweifelt und mit den Nerven am Ende. Deswegen schwierig. Es ist so schlimm, wenn Kinder krank sind. Das ist das Allerschlimmste. Allerschlimmste. Ja, vor allen Dingen mit Babys noch schlimmer. Die können ja nicht mal kommunizieren und sagen, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das will ich nicht. Man muss halt einfach sich durchtesten, und wenn nichts funktioniert, dann ist man halt selber so am Ende ratlos und weiß nicht mehr, was man machen soll. Ja, wenn ich wieder daheim bin, zeige ich euch kurz die Sachen, die ich bei DM eingekauft habe. Aber es war eigentlich nur Milchnahrung, Feuchttücher, ein paar Haarspangen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geholt habe. Also wirklich nur so nichts Besonderes, aber ich zeige es euch trotzdem. Deswegen, ich melde mich gleich wieder, wenn ich daheim bin. So, das sind sie. Das sind die paar Sachen, die ich mitgenommen habe. Milchnahrung, feuchte Waschlappen, dann hier der Spülreiniger von Frosch und diese 2 Haarsachen. Füller irgendwann mal. Ich konnte nicht dran vorbei. Ich fand diese Haargummis so süß. Die sind schön dick und ganz weich. Und da sind hier so Wölkchen und Regenbögen drauf. Ich musste sie mitnehmen. Und diese Spänkchen, wie süß sind die denn? Die schreien doch einfach nur nach Frühling, Sommer, richtig, richtig goldig. Ja, das ist einmal mitgekommen. Die Jungs sind draußen. Genau, die Freunde aus der Siedlung waren gerade draußen, jetzt sind sie draußen geblieben. Und ja, jetzt gestalten wir mal unseren Nachmittag. So, mittlerweile ist auch schon wieder über 1 Stunde rum. Gegen 4:15 ist mein Mann mit Lara spazieren gegangen. Also das ist wirklich mit ihr runtergekommen, sie hat geweint, ich habe sie genommen, durch die Gegend geschaukelt, sie hat geweint, es hat wirklich gar nichts gebracht. Ich habe sie dann in den Wagen gelegt, eingekuschelt, sie hat so eine bestimmte Position, wo sie im Wagen am liebsten liegt, und da ist sie schon ruhig geworden. Dann habe ich den Wagen noch so ein bisschen geschaukelt, bis mein Mann dann losgelaufen ist, und sie war direkt ruhig gewesen, und wir so, okay. Dann hat gemeint, der kommt auf jeden Fall frühestens gegen 5 wieder, weil sie da dann die nächste Flasche bekommen würde jetzt. Das ist jetzt gerade 2-3 Minuten nach 5, also er kommt jetzt bestimmt bald, es sei denn, ich habe zu ihm gesagt, wenn sie richtig im Tiefschlaf ist, dann lassen wir sie auch, gell, weil die war echt heute ja, viel am Weinen, quengelig sein, deswegen ist sie wahrscheinlich auch richtig, richtig müde von daher aus. Wenn sie dann endlich mal den Schlaf gefunden hat, dann lassen wir sie auch. Ja, und ich habe jetzt hier die letzten 45 Minuten ein bisschen aufgeräumt, 1, 2, 3 E-Mails noch bearbeitet und habe jetzt tatsächlich jetzt bestimmt so 20 Minuten einfach auf Instagram rumgegammelt. in Stories von ein paar Leuten. Ja. Und ich mache zwischendurch immer mal wieder hier so Internetmessungen. Und zwar, ich berichte ja immer wieder, dass wir mal gutes, mal schlechtes Internet haben. Es hat sich jetzt mittlerweile so die Regel ergeben, dass wir morgens richtig gutes Internet haben. Also dass wirklich, wenn ich morgens meinen Blog hochlade, dann ist es irgendwie, da steht noch nicht mal eine Minute, da stehen manchmal sogar Sekunden, wie lange es noch dauert hochzuladen. Richtig nice. Und dann, wenn ich so gegen mittags gehe, wird es immer langsamer. Dann steht da auch mal so 1/2 Stunde. Aber sobald es nach 14 Uhr oder sowas ist und ich da versuche, irgendetwas zu machen, absolute Katastrophe. Zumindest wenn es um Upload geht. So E-Mails beantworten und sowas funktioniert. Aber wenn ich wirklich Videos hochladen möchte, dann steht da was von 2-3 Stunden. Es ist völlig absurd. Und das kann es ja nicht sein. Wir haben Glasfaser. Das ist ja die aktuell schnellste Leitung. Wir haben die 1000er-Leitung, die schnellste Leitung. Und ja, irgendwie kann es das ja nicht sein. Der Anbieter meinte jetzt, wir müssen zu Hause Messungen durchführen. Und zwar 3 Tage lang. Pro Tag 10 Messungen, und zwischen jeder Messung, also zwischen den ersten 5 Messungen, liegen immer 5 Minuten. Also das wird dann erst wieder aktiviert, dass man neu messen kann, wenn 5 Minuten vorbei sind. Und nach der 5. Messung, das ist jetzt gerade der Fall, muss man sogar 2,5 Stunden warten. Richtig doof. Hier, das hast du gefunden.
dieses rote, vielleicht ist es ja oben. Nee, hier ist es nicht. Habt ihr das gestern vielleicht mit rausgenommen? Ich will dies, ich will das. Darf ich das rausnehmen? Darf ich zu denen gehen? Na, 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 na. Leute, ich sag's euch, wenn die Kids draußen sind, ich sauge hier im Minutentakt. Da liegt schon wieder was. Sieht immer aus, als ob jemand irgendwo ein Häufchen vergessen hat. Katastrophe, wirklich. Ich lasse nämlich immer die Tür hier offen. Ah, ich höre gerade meinen Mann. Jetzt kommen sie wieder. Sehr gut, dann kriegt sie jetzt ihre Flasche. Wenn sie dann... Oh ja, sie weint. Flasche. So. Jetzt habe ich sie extra in ihrem Anzug gelassen, damit sie es noch schön warm hat, weil ich hier nämlich gerade gelüftet hatte und es noch ein bisschen kühl hier drin ist. Nur ihre Händchen, also so ein bisschen aufgemacht, Händchen ausgezogen, Mütze ausgezogen. Jetzt trinkt sie erstmal ihre Flasche. Ja, süß, hattest du Hunger gehabt, meine Schätzeleine. Ja. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt diese Internetmessung durchführen, damit dann ein Techniker hierher kommt und guckt, woran das da liegt. Wir hätten auch so schon einen Techniker bestellen können, aber auf eigene Kosten. Richtig frech. Also ich finde, wenn ein Kunde anruft und sagt, hey, wir haben nicht nur ab und zu mal Probleme, sondern jeden Tag, dann ist es schon echt krass, dass die sagen, ja, wir können Techniker vorbeischicken, aber nur auf eigene Kosten. Ich denke mir so, what the fuck? Richtig krass auf jeden Fall, wenn man dann die Ergebnisse von den 3 Tagen, diese 10 Messungen schickt, dann sehen die ja, wir sehen auch selber an den Messungen, wie schlecht oder wie gut die sind. Und da sind sehr, sehr, sehr schlechte Messungen mit dabei. Also werden die dann wahrscheinlich einen Techniker schicken, halt dann aber auf deren Kosten. Dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Also es ist halt so ein leidiges Thema, weil wir hatten ja erst am Anfang die ganze Zeit immer Probleme mit Vodafone. Dann dachten wir uns, ach komm, dann wechseln wir jetzt mal zum besten Anbieter, was ja Glasfaser theoretisch ist. Haben uns hier extra die Leitung legen lassen und alles gemacht und getan. Und es funktioniert trotzdem nicht. Es ist so nervig, vor allen Dingen, weil mein Mann macht ja Homeoffice, ich arbeite auch von zu Hause. Wir sind halt aufs Internet angewiesen, ohne funktioniert es nicht. Deswegen, ja, hoffen wir, dass da bald mal eine Lösung stattfindet und alles funktioniert. Manchmal ist das Internet auch nachmittags, abends so schlecht, dass man noch nicht mal richtig normal Fernseher gucken kann. Dass dann immer irgendwie so, wenn die Jungs zum Beispiel irgendwie sich ein YouTube-Video angucken, das dann plötzlich steht und so dieser Kreis in der Mitte ist, wo es heißt, dass es halt eben am Laden ist. Also das ist dann schon sehr miserabel, dass meine Upload-Zeiten, also dass meine Upload, dass die Zeiten da eben oder die Minuten eben sehr lang werden können. Das kann ich ja noch nachvollziehen, weil Upload ist halt eben sehr, da braucht man sehr viel Power. Aber bei ganz normalen Videos und sowas, das zu gucken, wenn da schon anfängt, irgendwie das zu schwächeln bei einer 1000er Glasfaserleitung, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Von daher aus, ja, hoffe ich, dass da jetzt dann bald mal nachgeschaut wird. Die haben jetzt die ganze Zeit hinten auf der Wiese gespielt mit den Kindern. Jetzt sind sie am Malen hier vorne und irgendwas ist gerade gewesen, weswegen der Samu jetzt weint. Aber mein Mann ist draußen. Der steht nämlich da gerade mit irgendeinem Nachbarn, ist am Quatschen. Muss er sich drum kümmern. Ah, er ist schon da. Okay. Leute, ich sag's euch. So gut wie die Jungs mal miteinander, also wie, so gut wie die miteinander spielen, auch so Fantasiespiele und sowas, genauso schlimm ist es, wenn die sich zanken, ist so krass. In einem Moment streiten die sich so hart und im nächsten Moment lieben die sich und spielen zusammen so schön. Das ist, aber ist ja ganz normal bei Geschwistern, gell? Mal sehen, wie du deinen Beitrag noch dazu leisten wirst. Ich bin echt gespannt, wenn Lara größer ist, wie das dann abgeht. So, wir und Samu haben sich wieder vertragen, aber... Oh, Schatzi, ey. Der ist heute Morgen, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, der hat die Tür aufgemacht vom Auto und stand nebendran. Und ich war am Kofferraum und wollte die 2 Rucksäcke rausholen. Auf einmal höre ich ihn nur schreien, weinen. Und er hat gemeint, er ist, also er ist genau hier. Ja. Heute muss sie erst die 10 lernen. Die 10 lernen? Die hat er schon gelernt. Da ist er an die Autotür irgendwie gestoßen. Ich weiß nicht, ob er irgendwo geguckt hat und dann dagegen gelaufen ist oder was er genau gemacht hat. Er hat nur gesagt, er hat sich da gestoßen. Das war dann hier so rot und wurde dann immer blauer. Auf jeden Fall sieht er aus, wie wenn er hier so einen Schnicker bekommen hätte. Ja, auf jeden Fall hat er sich da heute Morgen echt kräftig gestoßen und erstmal heute Morgen so weinen müssen, bis wir im Kindergarten waren. Die meinten dann so, ja, ob er einen Kühlakku haben will oder irgendwie sowas, aber er wollte nichts haben. Dann war es auch schon wieder in Ordnung gewesen, aber es wurde immer blauer und war nicht mehr so rot. Aber es ist nicht dick geworden. Tut es noch weh? Nein? Okay. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt gesagt, komm, ich wollte nämlich noch mal kurz zum Action.
Ich habe jetzt Lara die Flasche gegeben und sie einmal gewickelt. Und sie sitzt jetzt im Hochstuhl und chillt. Sie weint nicht. Also ich hoffe, es bleibt so. Und ja, ich dachte mir, ich schnappe jetzt mal den Samu. Versuche ja immer mal wieder, auch wenn es nur ein kleiner Ausflug zum Action ist, der darf sich dann immer mal was aussuchen. Irgendwie am liebsten mag er ja, sich irgendwelche Süßigkeiten auszusuchen. Der Lias kommt ja immer mit den größten Spielzeugen an und Samu so voll bescheiden, irgendeine kleine Süßigkeit, er ist so süß. Ja, genau. Gerwo wird es alleine machen. Der Lias wollte auch gerade, dann habe ich gesagt, nee, nächstes Mal ist er dran. Ich mache das jetzt mal mit dem Samu. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, auch das mit den Kindern mal alleine mache. Ja, so, gib mir mal deine Hand. Nein, Sache. Er holt so. Eine Brownie, die anderen Brownies, die. Gehen wir jetzt in die Kasse? Nee, wir gehen noch nicht zur Kasse, Mami will noch was gucken. Diese Dinger willst du haben? Ja. Okay, alles klar, dann komm. So, die Leute sind wieder daheim und das ist einmal alles mitgekommen. Diese Hütchen hier haben unsere Nachbarn und der Samu schnappt sich die immer und tut die verteilen. Also er mag das richtig gerne. Die spielen damit alles Mögliche, auch mit den Rollern dann in Slalom zu fahren. Richtig süß. Das sind ja unsere Milka-Kekse, die wir ja so gerne essen. Deswegen habe ich die mal wieder mitgenommen. Mikrowellen-Popcorn haben wir gerade keins mehr da, deswegen ist es auch mitgekommen. Das ist etwas, was ich jetzt das erste Mal mitgenommen habe. So eine Gallenseife in Sprayform. Und Dr. Beckmann mag ich ja sehr gerne. Das ist ja immer sehr effektiv, deswegen möchte ich es gerne mal für verschiedene Flecken ausprobieren. Da haben wir diese Goldschokomünzen mitgenommen. Dieses Pack hier hatte ich vorher noch nie. Das sind verschiedene Fastfood-Sachen. Also hier sind so Pizzastücke, Burger, Pommes, was auch immer. Aber alles eben in dieser Haribo-Variante sozusagen, genau wie das hier. Das Essen ist der Samu besonders gern. Dann hat er sich das hier noch ausgesucht, diese Roulettes. Dann brauchten wir kleine Batterien, die habe ich mitgenommen. Dann diese Cracker hier, die mag Miami besonders gerne. Das sind so ja, ganz normale Cracker einfach. Dann habe ich eine Uhr mitgenommen und zwar für Laras Zimmer. Ich brauche einfach in jedem Zimmer eine Uhr, damit ich wirklich immer abchecken kann. Und in meinem Zimmer ist ja gerade keine Uhr und ich möchte die aktuelle Uhr, die bei Lara im Zimmer ist, in mein Zimmer machen. Und die hier kriegt sie dann eben. Ich fand die super, super süß mit diesem Einhorn und dem Regenbogen. Und dann habe ich endlich mal eine Uhr bei mir im Zimmer. Dann habe ich diese Kerze mitgenommen. Entschuldigung, wie schön ist die bitte? Die ist der absolute Burner. Gab es noch in verschiedenen Farben und Duftrichtungen. Die ist so, so hübsch. Eine Dye-Docht-Kerze, wirklich richtig, richtig groß. Aber die sieht ja mal so hübsch aus. Ich bin voll verliebt. Dann habe ich noch mal welche von diesen Tellern mitgenommen. Wir lieben die Teller, weil die einfach richtig, richtig groß sind. Gerade am Wochenende für unsere Pfannkuchen. Die sind einfach viel größer als die, die ich zum Beispiel vom DM habe. Aber durch dieses Motiv, wenn man hier schneidet, irgendwann mal nach einiger Zeit löst sich das und das kann man dann so abziehen. Und das ist bei uns gerade wieder der Fall. Deswegen müssen die entsorgt werden, damit die Kinder das nicht am Ende essen. Ja, deswegen, ich habe hier wieder zweimal Paw Patrol mitgenommen und zweimal Super Mario. Und ich habe auch mal drei Stück für die Kleine mitgenommen. Natürlich noch nicht für jetzt, aber ich fand die so süß. Einmal Minnie-Maus-Motiv, dann hier auch von Paw Patrol von den Mädels und einmal hier Elsa. Genau, fand ich so, so süß. Ja, da sind die Sachen, die einmal beim Action mitgekommen sind. Es ist geschafft. Lara liegt. Das letzte Mal, dass sie so da lag, war 12.30 Uhr, als sie aufgewacht ist. Und jetzt haben wir 7:45. Ja, deswegen hoffe ich, dass sie jetzt erstmal eine Zeit lang schläft. Im Idealfall bis 9 Uhr, bis sie ihre nächste Flasche kriegt. Und dass sie dann vielleicht direkt weiter schläft. Das wäre der Idealfall. Mal gucken. Aber ich genieße gerade einfach mal kurz, einfach runterzukommen. Ich bin völlig gaga. Das war echt heute ein anstrengender Tag. Vor allen Dingen so für meine Hand, aber auch beide Arme, dadurch, dass ich den ganzen Tag getragen habe. Das ist schon nicht ohne, auch wenn sie erst 6 Kilo wiegt. Aber nach einer Zeit spürt man das definitiv in den Armen und auch im Rücken. Ja, deswegen, ich will echt mich nur noch hier auf die Couch legen und irgendeinen Quatsch im Fernsehen angucken und einfach runterkommen und auch früh schlafen gehen auf jeden Fall. Ja, deswegen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder.